Unter diesem unscheinbaren Gemäuer im Herzen Palermos ruht seit Jahrhunderten ein dunkles Vermächtnis. Albert Zink und Dario Piombino machen sich auf den Weg in die Unterwelt der sizilianischen Hafenstadt. Für die Mumienforscher ist die Gruft unter dem Kapuzinerkloster ein wahres Paradies. Rund 2000 Verstorbene haben hier ihre letzte Ruhestätte gefunden und mumifizierten in den Katakomben. Wir haben einen Ausschnitt aus der gesamten Bevölkerung Palermos der letzten 300 bis 400 Jahre. Wir haben zum Teil bestimmte Berufsgruppen hier versammelt. Hier zum Beispiel sind alles Mönche, Priester, die eben zunächst hier bestattet worden sind. Und später kamen aber auch eben Männer aus verschiedenen Berufsgruppen zusammen. Frauen, Kinder wurden hier auch bestattet. Wir haben also wirklich einen schönen Querschnitt über die Bevölkerung. Wir können sehr viele Aussagen treffen über die Lebensumstände, auch über die Krankheits- und Todesumstände. Ende des 16. Jahrhunderts stellten die Mönche fest, dass die von ihnen bestatteten Glaubensbrüder in der Gruft nicht verwesten. In der Folgezeit brachten immer mehr Sizilianer ihre verstorbenen Angehörigen zur Konservierung ins Kloster. Ein bizarrer Bestattungsritus nahm seinen Lauf. Nachdem der Mumifizierungsprozess abgeschlossen war, wurden die Menschen bekleidet mit ihren üblichen Kleidungen. Und dann wurden sie hier sozusagen an die Wand gehängt und die Verwandten konnten sozusagen in den folgenden Jahren kommen und ihre Toten besuchen. Nach langen Verhandlungen dürfen die Wissenschaftler den Verstorbenen nun erstmals Gewebeproben entnehmen. Spiegel TV begleitet die Anthropologen exklusiv bei ihrem Vorhaben. Den Anfang macht dieses Mumienpaar, das vermutlich dem Adel angehörte. Die Wissenschaftler versuchen bei ihrer Arbeit, die Mumien so wenig wie möglich zu beschädigen. Dario Piombino sucht im Oberkiefer des Verstorbenen nach einem lockeren Zahn und wird schnell fündig. Diesen Zahn können wir für zwei Dinge verwenden. Zum einen können wir anhand des Zahnschmelzes eine sogenannte Isotopenuntersuchung machen, die uns sagen wird, wo diejenige Person aufgewachsen ist. Man kann also sozusagen, wo er herstammt genau, weil der Zahnschmelz sozusagen in den ersten Lebensjahren angelegt wird und dann ändert sich diese Signatur nicht mehr. Wir können aber auch das Innere des Zahns nehmen für eine DNA-Untersuchung, also auch wiederum eine populationsspezifische Untersuchung. Eventuell können wir auch Krankheitserreger nachweisen, das werden wir alles versuchen. Mehr über die Mumien am kommenden Sonntag ab 22:10 Uhr im Spiegel TV Magazin bei RTL.